Von vorne die Boxentür geschlossen. Das ist jetzt der Fall. Alle Startklar. Und das ist der Starterfolg zur Maxius Trophy an der 2000 Meter Marke. Incantator übernimmt das Kommando. Die was da außen daneben mit Anamia, der Brümmerhoferin. Dahinter dann Palang mit Articus vor Rock Runner und Not So Sleepy. An der Außenseite wird mit nach vorn bordert am Schluss des Feldes. Da galoppiert Vif Monsieur mit Quasillo. In dieser Formation geht es in den ersten Bogen hinein. Incantator an der Spitze mit etwa einer Länge vor Not So Sleepy. Liebe an der Außenseite mit Andreas Suburic, der strebt jetzt an die Spitze und hat die führende Position inne, da es in die Gegengerade hineingeht. Not So Sleepy vorneweg mit zwei Längen etwa vor Incantator, dahinter dann Devastar als Dritter, an der Innenseite dann Anamia vor Articus und Palang, dann sieht man Rock Runner mit Quasillo als vorletztes Pferd, am Ende des Feldes galoppiert Vif Monsieur. Unterhalb des Vizeblicks noch etwa 1200 Meter bis zum Pfosten, Not So Sleepy mit einem Vorteil jetzt von 3-4 Längen. Dahinter Incantator, zweites Pferd. Devastar führt dann die nächste Gruppe an mit Anamia und Articus vor Palang, Quasillo außen, dann Rock Runner und Vif Monsieur und Feindert am Ende des Feldes. Die Pferde sind im Schlussbogen. Not So Sleepy ist weiter vorne. Not So Sleepy mit 3 Längen vor Incantator. Devastar dahinter, drittes Pferd, dann Anamia in vierter Position vor Articus, Palang dicht auf mit Quasillo, dann Rock Runner und Vif Monsieur. Unverändert letztes Pferd. Jetzt geht es gleich in Richtung des Einlaufs weiter. Es sind noch etwa 600 Meter. Not So Sleepy. Not So Sleepy in den Rails ist vorne. Incantator versucht danach zu kommen. Dann an der Außenseite auch Devastar. Not So Sleepy, aber unverändert an der 400 Meter Marke mit dem Kommando. Die Verfolger kommen aber näher. Incantator ist als erster Kandidat zu nennen. Not So Sleepy mit Incantator an der Außenseite. Devastar. Incantator geht jetzt vorbei an Not So Sleepy. Incantator, aber Devastar kommt und ganz an der Außenseite Quasillo und auch Articus ganz an der Außenseite. Articus außen an den Rails mit Incantator. Articus mit Quasillo. Articus, Quasillo und dann Incantator auf dem dritten Platz. Viertes Pferd dann Not So Sleepy, dann Devastar und dahinter sah man dann Rock Runner vor Palang und dann Vif Monsieur vor Anamia. Versucht danach zu kommen, dann an der Außenseite auch Devastar, Not So Sleepy, aber unverändert an der 400 Meter Marke mit dem Kommando, die Verfolger kommen aber näher, Incantator ist als erster Einlauf im 11. Rennen, muss man sagen, lautet 381.